If I could turn back time, ich würde mich von der Terrasse hauen. I would jump, jump, jump in the Müll. Garbage, Trash, ein wahre Container, inspirational Müllsack, zerbrechliche Mülltonne. Hey Bitch! Guten Tag! Heute bin ich ganz in Pink, wie Barbie Malibu, oder fast. Ich bin die arme Variante, wo Abfall labert und trashig ist. Heute haben wir wieder ein super spannendes Video für euch. Spannend bestimmt! Lehrreich! Heute die Abfallqueen wird sich mit die Hände schminken und ich sollte sie schnell waschen gehen. Just a second! Ja, wir werden uns mit den Händen schminken, weil wir absolut nichts anderes zu tun haben und weil dieser Kanal langsam den Berg runtergeht. It's so much easier when you lost control and your life is going downhill. So much fun! Ich starte mal mit Too Faced Hangover. Oh mein Gott. Oh, die Müllhaare müssen aus dem Weg. Als nächstes werde ich Smashbox benutzen, Studio Skin, 15 Stunden Wear. Oh mein Gott, ich habe das gerade in die Haare geschmiert. Es sieht so maskenhaft aus, I cannot. Ich habe jetzt die gleiche Haarfarbe wie Donald Trump. One of us is crying, one of us is lying on her single bed, staring at the ceiling, wishing she was dead. Wow, it's a mess. 1 second into my life and it's a mess. Können wir über die Nagelsituation reden? Jetzt kommt Huda Beauty als Concealer, mein RTL. Jetzt arbeiten wir das gute Produkt ein. Ja, sieht toll aus. Wie soll ich mit meinen Drecknägeln jetzt hier einarbeiten? Ich stecke mir den Nagel in das Auge. Guck sie an. Die Verblendung Queen, gell jetzt? She's a stupid bitch, oh no no. And she dancing like she never danced before. Ich habe gerade Make-up auf meine ganze T-Shirt geworfen. Hello, darkness, my old friend. It's me. Mother Trashbag. Jetzt kommt wahrscheinlich eine von den größten Herausforderungen. Wie soll ich mein MAC-Puder draufsetzen? Oh mein Gott. Einstein in der Haus. Und jetzt ich mache... Up. Ich nehme einfach eine Lidschattenfarbe und dann versuche ich irgendwie die Augenbrauen zu machen, ne? Oh, warte, ich habe so lange Nägel. Vielleicht schaffe ich sogar Härchen zu malen. Nein, schaffe ich nicht. Meine Finger sind wie Würste. Hätte ich feine Hände, zerbrechliche Hände, hätte ich wahrscheinlich jetzt gute Augenbrauen. Aber weil Mama Wurstfinger hat, ich meine, das wäre auch der perfekte Halloween Make-up, weil Bitch, ich sehe scary aus. Ja, das machen wir gerade ganz gut, du. Das kommt ja aber ganz schön, du. Schau, es sieht aus, als wäre ich in den Sturm für ein bisschen zu lange gesessen. Aber it's okay, wir mögen eine stürmige Frau. War das gerade ein Wort, stürmige Frau? Ich denke nicht. Aber ihr seid ja bei Raffas Plastic Life die neue Goethe. Danach nehme ich diese wunderbare Bronzer für Contouring. Und ich wünschte mir, dass ich nicht in meine eigenen Haare reingehe. Danach machen wir ein gutes Nasencontouring. Ich werde bestimmt nicht Mascara draufsetzen, weil das hat einen Pinsel und das wollen wir nicht. Ich tue jetzt meine Raffas Plastic Cosmetics Wimpern drauf. Wie sieht's aus? Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Highlighter! Und ich benutze den eigenen Highlighter, der im November endlich rauskommen wird. Zuerst benutze ich einen minim dünkleren. Jetzt gehe ich mit dem helleren drauf. Oh, bitch! Wenn man noch mehr Glanz haben möchte, man kann einfach Fixierungsspray. Und jetzt gehen wir wieder drauf.
ein bisschen mehr Glanz noch. Jetzt gehe ich mit meinem Maybelline Superstay Matte auf die Lippen drauf, aber ich benutze nicht den Applikator, weil sonst es wäre cheaten. Ich benutze mein kleine Finger. Yes, Gaga, you look gorgeous, Gaga. The look is completed, stunning, delicate, inspirational, a true icon. Dann, slaying the competition. Deine Wig ist gesnatcht, dein Leben ist weg. Alles habe ich dir geklaut. Zeit habe ich dir auch geklaut mit diesem Look, muss ich ehrlich gesagt sagen, ne? Bitch, I'm starting! If I could turn back time, ich würde mich von der Terrasse hauen. I would jump, jump, jump in the Müll. Sag mir in die Kommentare, was du denkst und vergiss nicht zu abonnieren. Und wenn du nicht abonnieren möchtest, irgendwie kann ich verstehen, weil mein Content ein bisschen Müll ist, ein bisschen. Aber Mama bräuchte eigentlich 1 Million Followers, weil sie muss überleben und so und sie muss essen und so und sie muss Schuhe kaufen und so. Und es wäre auch angebracht, könnte ich mir irgendwann ein Haus kaufen und ein Gärtner bräuchte ich auch noch. Ach, nicht nur für den Garten, darling. Moment nochmals.